Die Formatkreissäge. Längs sägen, besäumen. Bevor es zum Besäumen geht, muss das richtige Sägeblatt ausgewählt werden. Ein Flachzahnblatt für den Rohzuschnitt in Faserrichtung. Dann muss das Sägeblatt auf die richtige Höhe eingestellt werden. Etwa eine Hand dick, ca. 2 cm über dem Werkstück. In dem Gefahrenbereich, der sich 120 mm auf beiden Seiten des Sägeblattes und jeweils 120 mm vor und hinter der Schutzhaube befindet, haben die Hände bei laufendem Betrieb nichts verloren. Als Hilfsmittel dient der Schiebestock. Der Risikobereich, der hinter der Säge, wie hier im Bild verläuft, muss frei sein. So, jetzt das Werkstück positionieren, die Schutzhaube schließen, Gehörschutz aussetzen und schon kann es losgehen. Die Hand ist am Werkstück außerhalb des Gefahrenbereiches und geschlossen. Das Werkstück wird mit Druck unter den Klemmschuh gepresst und dann gleichmäßig nach vorn geschoben. Wenn der Schnitt erfolgt ist, werden die Reste am Sägeblatt mit dem Schiebestock entfernt. Bei dieser Variante schiebt sich der vordere Anschlag von Fritz und Franz unter dem Besäumniederhalter. Das Werkstück wird durch Druck zwischen Fritz und Franz in Position gehalten. Als weiteres Hilfsmittel kann ein Handgriff an den Schiebetisch geschraubt werden. Als letzte Variante ist Fritz und Franz am Längsanschlag. Das Vorgehen ist das gleiche. Fritz und Franz bietet den Vorteil, dass man bei der Werkstückausrichtung direkt die Kanten von Fritz und Franz als Anhalt für den Sägeschnitt nehmen kann. Wichtig ist, eine gute Körperspannung aufzubauen. Das heißt, Druck und Gegendruck, um so das Werkstück zwischen Fritz und Franz festzupressen.